Guten Tag, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kassreporter-Kanal. Heute stellen wir uns unseren neuen Hausmeister, Herr Kind, vor. Hallo. So, dann fangen wir mit der ersten Frage direkt an. Ich habe gehört, Sie werden werdender Vater. Mein Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Ja, ich bekomme eine Tochter im Mai. Und der Name ist? Sie wird Leni heißen. Ah, okay. Das halten wir so mal ganz gut fest. Und zwar ist die nächste Frage... hatten Sie mal einen Kinderberuf, Traum oder einen Traum als Kind? Sowas wie Fußballer oder Feuerwehrmann? Ja, wie jeder von euch Jungs oder die meisten wollte ich Fußballer werden. Aber leider bin ich nicht so gut, dass es für einen Profi gereicht hat. Ja, und beruflich halt wollte ich sehr gerne Polizist werden, aber da war ich nicht gut genug für in der Schule, um Polizist zu werden. Weil da, wo ich herkomme, muss man Abitur haben, um Polizist zu werden. Und deswegen... habe ich dann einen anderen Weg eingeschlagen. Ah, okay. Und wie haben Sie sich bisher in der Schule eingewöhnt? Bisher ganz gut. Ich kenne die Schule jetzt mittlerweile, muss aber trotzdem noch sehr viel lernen. Und jetzt muss ich noch gucken, dass ich mit den Kindern, dass sie wissen, wer ich bin und dass das ein bisschen lockerer wird. Aber Namen merken, das finde ich sehr, sehr schwer, weil so viele Menschen hier sind und da kann ich mir die Namen natürlich nicht alle merken. Aber es wird immer besser von Tag zu Tag. Dann können wir jetzt mal anfangen. Ich bin Ryan. Hi. Hi, Ryan. Hi. Sie haben eine ziemliche Verantwortung, weil Sie ja der Hausmeister und der Herr der Schlüssel sind. Was können Sie dazu sagen? Boah, ja, die Schlüssel, das sind sehr, sehr viele und ich muss sehr viel ausprobieren und renne manchmal mit ganz vielen Schlüsseln durch die Gegend, um zu gucken, welcher passt. Aber so nach und nach finde ich raus, welcher wohin gehört, dann markiere ich mir die und dann weiß ich beim nächsten Mal direkt Bescheid. Und Sie haben sich auch schon gut mit dem Lehrerkollegium angefreundet, oder? Die sind alle ganz nett, die sind alle zu mir gekommen, haben sich vorgestellt, aber wie gesagt, Namen merken ist nicht so mein Ding. Okay, das war's auch wieder mit dem Interview. Falls ihr ein bisschen mehr Details haben wollt über unseren super tollen Hausmeister, Herr Kind, dann schaut doch auf kassreporter.wordpress.com vorbei. Da wird demnächst auch wieder ein neuer Artikel veröffentlicht über unseren super tollen Hausmeister, Herr Kind. Wir sehen uns das nächste Mal.